Herzlich willkommen bei Euronews am Abend. Wir freuen uns, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Wir bringen Ihnen auch heute Nachrichten aus europäischer Perspektive. Und das sind die Meldungen. Papst gegen Papst. Benedikt pocht auf Zölibat und geht damit auf Konfrontationskurs zu Nachfolger Franziskus. Geständnis im Mordfall Kuciak. Hauptangeklagter gibt zu, den slowakischen Investigativjournalisten und dessen Freundin getötet zu haben. Und aller Kritik zum Trotz, Siemens will einen Auftrag in Australien festhalten. Klimaschützer protestieren. Zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt meldet sich der 2013 zurückgetretene Papst Benedikt aus dem Ruhestand zurück. Gerade erst hat sein Nachfolger Franziskus damit begonnen, eine Lockerung des priesterlichen Eheverbots einzuleiten. Da veröffentlicht der ehemalige Pontifex ein Buch, das nicht nur im Vatikan für ein kleines Erdbeben sorgt. Experten werten das Vorgehen Benedikts als offenen Affront, dem im Ruhestand auferlegten Zurückhaltungsgebot zum Trotz. Sebastian Zimmermann berichtet. Ex-Papst Benedikt hat in einem Buch das Zölibat in der katholischen Kirche verteidigt. Damit geht er auf Konfrontationskurs zu Papst Franziskus. Das Oberhaupt der katholischen Kirche erwägt, das Zölibat zu lockern und verheirateten Männern die Priesterweihe zu gestatten. Auszüge aus dem Buch mit dem Titel »Aus der Tiefe unserer Herzen« wurden in der französischen Zeitung Le Figaro veröffentlicht. Darin schreibt der emeritierte Papst, dass er nicht stillbleiben könne. Ein Mann müsse sich in der Ehe völlig seiner Familie hingeben. Der Dienst für den Herrn erfordere jedoch ebenso die völlige Hingabe eines Mannes. Beide Berufungen gleichzeitig seien nicht möglich, so Benedikt. Der ehemalige Papst hat das Buch gemeinsam mit Kardinal Robert Sarah geschrieben, dem Leiter des Liturgiebüros des Vatikans. Franziskus' Überlegungen zum Zölibat basieren auf einer Bischofssynode im Amazonasgebiet vom vergangenen Oktober. Eine Mehrheit der Teilnehmer hatte sich für die Priesterweihe verheirateter Männer ausgesprochen, um den Mangel an Geistlichen auszugleichen. Nicht nur die Frage nach dem Zölibat, auch der Prozess um den französischen Kardinal Barbarin, dem die Vertuschung pädophiler Handlungen eines seiner Priester vorgeworfen wird, sorgt im Vatikan für Beunruhigung. Das Urteil soll Ende Januar bekannt gegeben werden. Dann muss sich der Papst über eine mögliche Entlassung des Kardinals äußern. Derweil sorgt in Lyon ein anderer Prozess für Furore, wenn er denn endlich beginnt. Renato Tedesco hat die Einzelheiten. Der Angeklagte, der ehemalige Priester Bernard Prénat, war vor dem Gericht in Lyon erschienen. Doch sein Fall wurde nicht verhandelt. Ihm wird sexuelle Nötigung und sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. Die Taten liegen 30 Jahre zurück. Der 74-Jährige war umsonst gekommen. Wegen des Streiks in Frankreich wurde der Prozessbeginn auf Dienstag verschoben. Auch die Anwälte streiken. Warum? Wir streiken für alle Juristen, denn die Reform bedroht das Überleben kleinerer Kanzleien und das können wir nicht akzeptieren. Prénat hat die Taten gestanden und wurde schon im vergangenen Sommer von einem Kirchengericht aus dem Klerikerstand entlassen. Er war in der Diözese Lyon für Jugendarbeit zuständig gewesen und Seelsorger der katholischen Pfadfinder. Es geht jetzt um das Strafmaß. Höchststrafe wären 10 Jahre Gefängnis. Die Kläger sind heute erwachsene Männer. Für den Prozess sind nun 4 statt 5 Tage zur Verfügung. Die Kläger meinen, das sei genug. Wir haben nur den einen Angeklagten, nicht wie beim Barbarin-Prozess. Da waren es 6 Angeklagte und der Prozess dauerte 4 Tage. 4 Tage, das ist machbar. Kardinal Philippe Barbarin, Erzbischof von Lyon, war wegen Nichtmeldung der Straftaten Prénats im März vergangenen Jahres zu einer Haftstrafe von 6 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Dagegen ist er in Berufung gegangen. Sein Amt lässt er im Moment ruhen. Am 30. Januar wird das Berufungsgericht im Fall Barbarin entscheiden. Musik
Der Mord an dem Investigativjournalisten Kuciak und seiner Verlobten im Februar 2018 hatte zu einer schweren politischen Krise in der Slowakei und schließlich Neuwahlen geführt. Ende Dezember begann der Prozess, bei dem sich der Hauptangeklagte und seine mutmaßlichen Komplizen zunächst für nicht schuldig erklärten. An diesem Montag gab es eine unerwartete Wendung und neue Details zum Tathergang. Rund zwei Jahre nach dem Mord an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak hat der mutmaßliche Todesschütze zu Beginn der Hauptverhandlung in der Nähe von Bratislava überraschend die Tat gestanden. Außer Miroslav M. sind ein Mittäter, eine Mittelsfrau und der mutmaßliche Auftraggeber Marian K. angeklagt. Kuciak und seine Freundin waren im Februar 2018 in ihrem Haus im westslowakischen Dorf Velká Máca erschossen worden. Kuciak hatte zuvor über die Verfilzung von Politik und Geschäftemacherei recherchiert. Seine erst nach dem Doppelmord veröffentlichte Reportage über mögliche Verbindungen italienischer Mafia-Clans zu slowakischen Regierungsmitarbeitern löste Massendemonstrationen gegen Korruption und den Missbrauch von EU-Fördergeldern aus. Noch am Freitag hatte Siemens einen möglichen Ausstieg aus dem umstrittenen Auftrag für ein Kohlekraftwerk in Australien in Aussicht gestellt. Konzernchef Joe Kaeser hatte gar Vertreter der Bewegung Fridays for Future zum Gespräch geladen und dabei der Klimaaktivistin Luisa Neubauer einen Posten im Aufsichtsrat angeboten. Am Sonntag erfolgte dann die Kehrtwende. Noch in der Nacht rief Fridays for Future zu weiteren Protesten auf. Thomas Gade. Umweltschützer in Deutschland und Australien laufen weiter Sturm gegen Siemens. Grund ist das Festhalten des Konzerns an einem Auftrag für eines der weltweit größten Kohlekraftwerke in Australien. Dafür soll und will Siemens Zugsignaltechnik für eine Eisenbahnstrecke liefern. Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future forderte, bestehende Verträge zur Förderung fossiler Energieträger müssten aufgelöst werden, sonst seien die Ziele des Pariser Klimaabkommens in Gefahr. Das Festhalten von Siemens an der Entscheidung sei unverantwortlich gegenüber dem Klima. Angesichts tausender Stimmen gegen das Projekt hätte der Konzern seine Entscheidung revidieren können. Siemens-Chef Joe Kaeser twitterte, man habe alle Optionen überprüft und müsse vertragliche Verpflichtungen erfüllen. Als Konsequenz aus der Debatte wolle Siemens ein Nachhaltigkeitskomitee einrichten, das problematische Projekte stoppen soll. Die deutschen Grünen kritisierten, Siemens hätte sich aus dem Vertrag rausverhandeln oder Strafen in Kauf nehmen können. Das deutsche Umweltministerium wollte die Debatte nicht kommentieren. Der Siemens-Auftrag in Australien hat ein Volumen von rund 18 Millionen Euro und ist somit für die Konzernverhältnisse eher klein. Bei der Suche nach einer Lösung für den Bürgerkrieg in Libyen rückt eine von der deutschen Bundeskanzlerin angeregte Friedenskonferenz in Berlin näher. Derweil kamen bereits an diesem Montag in Moskau die Konfliktparteien zusammen. In der Flüchtlingskrise zeigen deutsche Städte Eigeninitiative. Ihr Bündnis Städte sicherer Hafen fordert größeres Mitspracherecht bei der Aufnahme von Migranten. Normalerweise unterstehen die Städte in dieser Frage dem deutschen Bundesinnenministerium. Horst Seehofer macht die deutsche Aufnahmebereitschaft von der anderer EU-Staaten abhängig. Viele deutsche, auch europäische Städte hätten seit Monaten Unterstützung angeboten, hieß es von der verantwortlichen Düsseldorfer Behörde. Ganz Europa braucht Zuwanderung, das merken wir in Düsseldorf auch. Bitter. Das hat nichts mehr mit dem großen Oberthema Fachkräftemangel zu tun, sondern das merken wir in der Verwaltung, in den Krankenhäusern, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die italienische Regierung hat die Häfen jedoch dicht gemacht, weil sich das Land in der Flüchtlingskrise von anderen EU-Staaten im Stich gelassen fühlt. Für den Bürgermeister Palermos, Leo Luca Orlando, ist es allerdings eine Frage der Menschlichkeit, Flüchtlinge aufzunehmen. Kritikern wie dem ehemaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini hält er entgegen. Und ich sage, dass die Salvini-Gesetze sind nicht nur inhuman, sondern auch verfassungswidrig. Sind auch gegen die Verfassung. Ich denke, denn nur ein Weg führt zu größerer Sicherheit. Weg. Sicherheit. Indem wir alle Menschen sichtbar machen. Lassen alle die Menschen sichtbar zu sein.
Laut Dubliner Abkommen müssen Migranten in dem EU-Staat Asyl beantragen, in dem sie Europa erstmals betreten. Anschließend ist es an den anderen EU-Mitgliedern, freiwillig Flüchtlinge aufzunehmen. Viele, vor allem osteuropäische Staaten, sind strikt gegen eine Verteilquote. Bei der Suche nach einer Lösung für den Bürgerkrieg in Libyen rückt eine von der deutschen Bundeskanzlerin angeregte Friedenskonferenz in Berlin näher. Derweil kamen bereits an diesem Montag in Moskau die Konfliktparteien zusammen. In Moskau haben Spitzengespräche über eine friedliche Lösung des Bürgerkriegs in Libyen begonnen. Anwesend sind unter anderem Vertreter der international anerkannten Regierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj, eine Ministerdelegation aus der Türkei, der russische Außenminister Sergei Lavrov und Gesandte des abtrünnigen libyschen Generals Khalifa Haftar. Haftar hatte am Wochenende einer von der Türkei und Russland vorgeschlagenen Waffenruhe zugestimmt, die sich allerdings als brüchig erwiesen hat. Im Raum steht jetzt ein schriftliches Abkommen für einen dauerhaften Waffenstillstand. Haftar wird unter anderem von Russland unterstützt. Die Türkei steht hinter der Sarraj-Regierung. Bei den Gesprächen in Moskau geht es auch um eine von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel angeregte Friedenskonferenz in Berlin. Dieser sogenannte Berliner Prozess könnte bereits am kommenden Wochenende mit Vertretern der Konfliktparteien und deren Unterstützern stattfinden. Glück im Unglück. In Alaska ist ein seit Wochen verschollener 30-jähriger US-Amerikaner jetzt zufällig von einem Hubschrauber gerettet worden. Er war völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Mitte Dezember war in seiner abgelegenen Hütte ein Feuer ausgebrochen. Er überlebte mehr als 20 Tage lang, dank selbstgebauter Schneehöhle und Konserven, bei Temperaturen bis zu minus 26 Grad. Zum Schluss noch ein Blick auf die diesjährigen Oscar-Kandidaten. Spoiler! Deutschsprachige Bewerber sind mal wieder so gut wie gar nicht vertreten. In diesem Jahr hat nur die deutsche Koproduktion The Cave Chancen auf einen Oscar als beste Dokumentation. Auf diese Liste haben Kinofans auf der ganzen Welt gewartet. Welche sind die Nominierungen für die Oscarverleihung am 8. Februar? Die meisten Nominierungen, nämlich 11, gab es allein für Todd Phillips' Joker, darunter für den Oscar Bester Film sowie für Joaquin Phoenix als besten Darsteller. Joker wurde bereits in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Ein heißer Anwärter auf den wichtigsten Oscar ist auch Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Hoffnungen können sich auch Haupt- und Nebendarsteller sowie der Regisseur selbst machen. Hi Frank, this is Jimmy Hoffa. Ebenfalls 10-mal nominiert wurde der Netflix-Film The Irishman von Martin Scorsese. Thank you. Only 3 people in the world have one of these. And only one of them is Irish. Chancen kann sich auch der südkoreanische Film Parasite ausrechnen. 6 Nominierungen insgesamt gab es für Filmemacher Bong Joon-hos Werk, das bereits den Hauptpreis in Cannes davon trug. Eine Premiere für das asiatische Kino. Bei den Oscar-Nominierungen für den besten ausländischen Film kommen 4 von 5 aus Europa. Wie Pedro Almodovars Streifen Leid und Herrlichkeit mit Schauspieler Antonio Banderas. In dieser Kategorie kann sich auch der Erstlingskinofilm des französischen Filmemachers Lachli, die wütenden Les Miserables, Chancen ausrechnen. Er handelt von den Spannungen in den Banlieues. Ça sent le shit, ça. Am 8. Februar wissen wir mehr. Arrête de filmer. Non. T'es contente, là? Soweit unser Nachrichtenüberblick an diesem Montag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Weitere Infos finden Sie wie immer auf unserer Webseite und in den sozialen Netzwerken. Morgen übernimmt hier Jule Schaar. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.